Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Schrödis Grillecke, dieses Mal wieder von zu Hause. Ja, wir müssen heute schon mal einen Tag vorher anfangen. Es geht auch diesmal nicht um Fleisch, sondern wir machen Pizza. Ich habe schon einige Pizzen in meinem Leben gegessen, durfte ich genießen, die eine mehr oder weniger. Und da wir letzte Woche zu Besuch waren bei Freunden, haben die uns so ein bisschen auf diese Pizza-Idee gebracht, das nochmal selbst zu machen. Was haben wir hier? 800 Gramm Mehl, Pizzamehl. Typ 00. Wir haben 330 Milliliter Wasser, kühl, Zimmertemperatur. 10 Gramm Hefe, 15 Gramm Salz und was Spezielles. Wir haben 20 Milliliter normales Olivenöl und dann nochmal hinzu von unserer Urlaubsreise Trüffel-Olivenöl. 10 Milliliter, in Summe 30. So, mit O. Ja, so sagt, hat den ganzen Tag nichts gemacht. Einfach rein damit, ein bisschen herzlos das Ganze. Das Ganze verrühren, bis sich es aufgelöst hat. Das mit dem Mehl. Hefe ist aufgelöst. Und geben wir was, das Ganze mal dem Mehl hinzu. Ich muss sagen, ich fühle mich schon fast wie ein kleiner Italiener. Jetzt müssen wir das Ganze massieren. Fühlt sich anders an als beim Fleisch. Wichtig ist, dass ihr euch alle noch eine große Schale bereitstellt. Eine noch größere. Weil irgendwann mal geben wir dann den Teig in eine große Schale, decken ihn ab, stellen ihn in den Kühlschrank und lassen ihn dann bis morgen, so circa 20 Stunden, Pi mal Daumen, lassen wir ziehen. Muss jetzt mal langsam das Salz oder das Olivenöl und so dran? Ja, gleich. Soll ich dir dabei behilflich sein? Ich kann aber mit deiner Handschuhe nicht kann. Ja, du kannst es mal reinkippen. Gib mal. Also in so einer Schüssel kann ich das nicht empfehlen. Man sollte sich dann schon mal Platz auf der Arbeitsfläche schaffen. Eins müsst ihr euch merken, so ein Teig muss immer viel Sauerstoff. Und auch nicht platt drücken. Ne? Also auch wenn der morgen aufgegangen ist. Nicht platt rollen, kriegt ihr keine Luft rein. Wir wollen so ein bisschen neapolitanisch machen. Das hier, ein klein wenig Mehl brauchen wir noch. Und ihr merkt, wenn der Teig ist fertig, wenn er nicht mehr an den Händen klebt. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine große Schüssel. Wir versuchen jetzt hier noch so einen kleinen Ball draus zu machen. Das alles so ein bisschen nach innen zu ziehen. Ne, das ganze Kneten und Formen, das hat jetzt so circa, ne, so doch 10-12 Minuten in Anspruch genommen. Den Kollegen, da kommt jetzt eine große Schüssel, wird abgedeckt, kommt in den Kühlschrank. Und dann wird er morgen nach circa 19-20 Stunden rausgeholt. Freunde der Sonne, zurück zu unserer heutigen Pizza. Ich freue mich schon richtig. Also, der Teig war jetzt 20 Stunden im Kühlschrank und eine Stunde jetzt draußen an der frischen Luft. Ne? Da musst du jetzt quasi so Raumtemperatur bekommen. Ne? Und jetzt machen wir erstmal einen Ball draus. Also fast 400 ist schon ein bisschen viel, aber wir wollen ja mal richtig eine schöne große Pizza machen. Das sieht richtig gut aus. Ja? Mhm. So, und jetzt wichtig ist, nicht rollen. Also nicht mit so einem Nudelholz, genau. Also nicht mit einem Nudelholz drüber gehen, weil da geht der Sauerstoff raus und das wollen wir ja nicht. Ne? Und so ein richtiger Italiener, also auch wenn ich kein richtiger bin, da macht das mit der Hand. Weil wenn da kein Sauerstoff mehr drin ist, da geht der Teig auch nicht so richtig auf. Wir haben uns einen Pizzastein vor ein paar Tagen gekauft. Der wird jetzt gerade aufgeheizt. Ne? Also, wenn ihr den Grill, ich weiß nicht, welche Temperaturen euer Grill so schafft, auf Anschlag, alles was er hergibt. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, heute kann der Prollkäse sich mal richtig austoben. Mein Ziel ist es, den über den Messbereich zu bekommen. Wie ein Profi macht. Guckt euch das mal an, ja. Wird immer größer, der Kollege. Ja. Also mein persönliches Ziel sind so 33 cm, 30. Das könnte, würde ich die ja jetzt mal so drehen, ja. Ne? Also wie ein wirklicher Italiener. Wie ein wirklicher Italiener? Oder vielleicht wie ein wirklicher. Die schmeißen die aber noch in die Luft und dann nehmen die an der Decke. Ich kann das ja mal probieren, den an die Decke zu schmeißen. Mal sehen, was du denn dazu sagst. Ne? Ja, Freunde der Sonne, schaut mal her.
Wir haben einen schönen Pizzateig. Sicherlich könnte der Rand ja noch ein bisschen nach oben gehen. Naja, ist ja auch die allererste. Erste Versuch. Ja, was machen wir nun? Wir haben geschälte Tomaten. Von Mutti. Von Mutti, genau. Von Mutti. So, was haben wir gemacht? Wir haben die so noch mal ein bisschen mit zwei Knoblauchzehen verfeinert, Zucker und noch ein bisschen Zwiebel eingekocht. Aber die Zwiebel, die wollen wir nicht mehr drauf machen. Ja. Das hier mal so. So viel brauchen wir da mal gar nicht. Ja, unsere erste große Pizza, ihr seht ja, dass die passierten Tomaten sind ja drauf. Jetzt so ein kleiner Geheimtipp, etwas Parmesan, frisch gerieben, weil der bringt nochmal so ein bisschen was Salziges hinterher. Welchen hast du genommen? Na, Grana Padano. Padano. Wie viel Mozzarella? Ein Stück, ne? Salami. Was ist das für Salami? Italienische. Italienische, genau. Die haben wir gestern gekauft. Basilikum, nicht vergessen. Und noch eine kleine Geheimzutat. Unser Trüffel-Olivenöl aus weißen Trüffeln aus Kroatien. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu doll macht. Das ist sehr, sehr intensiv. Ist. Noch ein bisschen Parmesan. Ne? Das kann doch viel besser aus. Ja, der Grill steht jetzt bei 300 Grad. Wir müssen noch einen Ticken warten. Und dann geht es gleich zum Grill und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Es geht endlich los. Ich habe mir auch noch einen neuen Pizzaschieber gekauft. Ne? Mal. Ich habe extra ein bisschen Backpapier drunter gemacht. Das Ding ist scharf. Scharfe Kanten. Ja, das wird jetzt nicht ganz so einfach werden. Ja, Freunde der Sonne, guckt mal hier. 350 Grad liegen an. Der Bräutigam marschiert immer weiter. Aber dann haben wir auch echt langsam Hunger, deswegen wollen wir unsere Pizza endlich loswerden. Also, so war irgendwie mal der Plan. Was sagst du, Schrödi? Ja, Schrödi sagt, Optik noch nicht ganz so optimal. Da müssen wir noch dran arbeiten, auch der Teig. So, 4 Minuten sind rum, 300 Grad, so Freunde der Sonne. 5 Minuten sind rum. Ich muss gestehen, das ist nicht ganz so einfach, wie es in den anderen Videos immer so aussieht. Ne? Also es sollte keine Galzone werden. Aber schaut mal, ne? Das löst sich auch schön. Ja, sieht aber gut aus. Jetzt sieht es wirklich gut aus. Ne? Und? Oh, die Soße kommt cool durch. Das ist fast ein Herz, guck mal, Hase. Nur für dich, ne? Wir essen die jetzt und dann machen wir noch einen zweiten Versuch mit kleineren Pizzen. Vielleicht gelingt uns das besser. Ich bin getäuscht, das ist dann doch kein Herz. Das sieht dann eher aus wie so ein. Aber wisst ihr was? Die Optik ist jetzt erstmal. Oh, ja, knusprig. Hört sich super an. Hört sich echt super an. Hm? Oh, das ist wirklich richtig heiß. Ich probiere erstmal hier ein Stück Teig. So, jetzt gucken wir erstmal. Teig sieht gut aus? Ja. Echt top. Das ist echt richtig gut. Ich muss mich selbst loben. Top. Ja, das musst du ja sowieso immer. Ja. Tomatensoße. Und mit dem Knoblauch und dem Trüffelolivenöl. 1A. Ich freue mich auf die nächste Pizza. Bis gleich. Nächste Pizza. Hawaii. Und eine Hälfte ist mit, was ist das, Zucchini? Zucchini. Okay. Ohne Mozzarella. Hm. Ja, da kommt ja nachher noch was drauf. So, nächster Versuch unserer Pizza. Hier liegt eine kalte Burrata dazwischen. Schneiden wir mal an, den Kollegen. Hört ihr schon, ne? Schön knusprig geworden, der Teig. Also mit dem Teig habe ich echt nichts verkehrt gemacht. Mhm. Probieren, ne? Mhm. Burrata, noch nie gegessen in meinem Leben. Alles für euch, meine Follower. Ja. Da brauchst du natürlich keinen Käse drauf machen. Coole Geschichte. Ich habe auch das Gefühl, wird gleich in die Hüften umgewandelt. Okay. So, letzter Versuch, letzter Teig. Schinken, letzter Schinken, Salami sieht man alles nicht. Ich habe
hast du richtig viel Käse drauf gehauen. Ohne Mozzarella, Tex-Mex-Mischung. Ne? Freue ich mich schon drauf. Da ist ja nicht der Gelatine. Ja, unser Abschluss. Ne? Also, hier ist viel Käse drauf, sieht auch richtig gut aus. Diese Ananas habe ich nicht so lieblos draufgelegt, im Übrigen. Ja. Ja, zum Abschluss des Tages, was soll ich sagen? Teig sehr gut gelungen, geschmacklich. Die Form der Pizza, da müssen wir noch so ein bisschen dran arbeiten. Bin halt kein Italiener, wie man unschwer erkennen kann. Ne? Rundum geschmacklich top, aber irgendwie so an der Technik, wie kriege ich den auf den Grill? Ne, so wie ich es vorbereitet habe, müssen wir noch mal dran arbeiten. Nichtsdestotrotz, ich grüße meine neuen Follower, die dazugekommen sind. Und freue mich schon auf nächste Woche bei Schrödis Grillecke. Ich freue mich über ein Abo, ein Like, empfehlt mich weiter. Oh, und jetzt muss ich mir die letzte Pizza schmecken lassen. Bis dahin, schönes Wochenende.